Ich freue mich auf eine weitere Session auf dem Digital Social Summit. Diesmal haben wir Henrik von Lehn da, von der Stiftung Datenschutz. Und ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über dieses doch so wichtige, aber oft vernachlässigte Thema reden. Unter dem ja schon fast provokanten Titel Sinnvolle Leitplanke oder Digitalisierungsbremse widmen wir uns heute in einem eher fortgeschrittenen Kurs. Genau, diesem komplexen Thema. Und das war es auch von meiner Seite. Ich sage Hallo Hendrik vom Lehm und freue mich, dich heute hier zu haben. Ja, hallo, danke für die Einführung, Aris. Genau, es war gerade schon gesagt, eher fortgeschritten in dem Sinne, dass es, glaube ich, hilfreich ist für die Session, weil ich so ein bisschen kritisch auf das ganze Themenfeld auch draufschauen möchte, dass es, glaube ich, hilfreich ist für die Session, schon sich mal ein bisschen mit Datenschutz in der eigenen Organisation befasst zu haben. Aber Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich. Ich glaube nur, dann ja, kommen wir da einfach eher zu einem gemeinsamen Verständnis und vor allem auch vielleicht eine interessante Diskussion. Da bin ich vor allem gespannt drauf. Gut, ich starte direkt mal die Bildschirmfreigabe. So ein paar Folien mitgebracht. Genau, die müsste jetzt da sein, ne? Muss Ja, mal kurz klicken. Ja, super. super. Gut, genau, hier sind auch nochmal meine Kontaktdaten drauf. Die Folien schicke ich im Nachgang auch noch ans Orga-Team, dass ihr die dann zur Verfügung habt nachher. Ja, ich genau, ich selbst bin Informatiker vom Background her und bin irgendwie später erst zum Datenschutz gekommen. Oft sind es ja auch Juristen, die sich mit Datenschutz beschäftigen. Es gibt aber auch viele aus dem Bereich Informatik, Technik, die sich dann Datenschutz noch so als Steckenpferd mit dazugenommen haben. Und so ähnlich ist das bei mir. Und ich bin praktisch schon im Datenschutz einige Jahre tätig gewesen, auch für größere Organisationen, als externer Datenschutzbeauftragter oder auch intern. Und bin jetzt aber seit etwas mehr als einem Jahr hauptsächlich für die Stiftung Datenschutz tätig. Die Stiftung Datenschutz ist eine Stiftung des Bundes, vom Bund gegründet und gefördert, wo wir im Prinzip in zwei Säulen aktiv sind. Zum einen eine Diskussionsplattform für ein Fachpublikum, zum anderen aber auch Informationsvermittlung für Datenschutz als für die Sache machen. Und in der Schiene richten wir uns eben jetzt zunehmend an kleinere Organisationen und haben da die neue Schiene Datenschutz im Ehrenamt gestartet. Letztes Jahr im Mai mit Webinaren sind wir gestartet, haben inzwischen aber ein breiteres Spektrum, haben eben auch schriftliche Informationen, so auf Einsteigerlevel nennen wir das Basiswissen, ein bisschen fortgeschrittener zu einzelnen Themen. Das ist das dann unser Praxisratgeber und bieten eben ja die Webinare weiter an und haben auch noch einen Generator für Datenschutzhinweise und zunehmend weitere Tools und kleinere Angebote dazu. Das nur so kurz vom Background her, wo ich herkomme. Also ich versuche Datenschutz eben Vereinen und gemeinnützigen Organisationen zu vermitteln, bin selber auch in einem kleineren Verein Datenschutzbeauftragter, habe auch über diverse Aufträge mal als Referent mit verschiedensten Organisationen verschiedenster Größe zu tun. Und habe eben so das Gefühl, da am Puls zu sein, was die Datenschutzumsetzung in Organisationen betrifft. Und das klang ja gerade schon an in der Anmoderation von Aris. Das ist immer nicht ganz einfach, weil ja, viele haben es irgendwie so als Thema im Hinterkopf von, ah, da müsste man mal, aber es ist doch irgendwie sehr komplex, sehr abstrakt auch, relativ bürokratisch, je nachdem. Und das macht es dann nicht unbedingt einfacher, so ein Thema anzugehen. Und führt mich so ein bisschen zu diesem Bild, was meine Sicht darauf ist, wie Organisationen mit dem Thema Datenschutz umgehen. Ich gehe auch später noch ein bisschen ausführlicher darauf ein, was so die konkreten Hürden und Baustellen sind. Aber jetzt erstmal so ein bisschen abstrakter gesprochen, würde ich euch ganz gern da abholen, wo ihr heute in die Session gekommen seid. Und ja, würde euch gern dieses Bild, was ich hier versucht habe zu malen, erläutern. Die Idee oder meine Vorstellung ist, so fühlt sich das manchmal an, wenn man versucht, Datenschutz zu erklären. Das ist irgendwie, ja, wie es hier oben steht, ne? In Anführungszeichen nur 11 einfachen Schritten zum perfekten Datenschutz und dann ist das irgendwie so eine komplizierte Tour auf den Berg rauf. Es ist irgendwie anstrengend. Man muss da irgendwie einen, ja, relativ komplizierten Weg nehmen, um überhaupt zum Ziel zu kommen. Es ist vielleicht, wenn man erstmal am Fuße des Berges steht, auch gar nicht so offensichtlich, was denn jetzt der Weg ist, den man gehen muss. Ne? Man muss da erstmal ein bisschen suchen, rumprobieren, sich informieren, es gut planen. Und dann ist es natürlich auch körperlich
mühsam, jetzt in diesem Bild gesprochen, den Berg raufzukommen. Und eigentlich ist aber das Ziel der Organisation, also des Vereins in dem Beispiel, gar nicht auf den Berg raufzukommen, sondern man will hinter dem Berg, ja? Man will den Berg nur überqueren. Und stattdessen könnte man eigentlich auch genauso gut drumherum gehen und sagen, ach, Datenschutz, lass mal links liegen. Wir laufen einfach um den Berg drumherum, da ist eine schöne Wiese, machen wir einen gemütlichen Spaziergang. Kommen wir doch auch an unser Ziel, ohne die Mühen auf uns zu nehmen. Also das ist so mein Gefühl, wie sich das oft darstellt. Den Weg, den es auch noch gibt, ist zu sagen, ja, oh Gott, ne, Datenschutz, habe ich jetzt Angst, was falsch zu machen. Das ist vielleicht dann auch, liegt dann vielleicht gar nicht so dringend am Datenschutz, ist dann vielleicht auch manchmal mehr Charaktersache oder wie man generell mit so rechtlichen Themen umgeht. Aber die Option, die es prinzipiell auch noch gibt, die hoffentlich nicht so oft genommen wird, ist halt, dass dann Organisationen sagen, ja gut, dann lassen wir das lieber. Dann machen wir halt kein Fotobuch. Dann lassen wir das mit der Facebook-Seite lieber sein. Ne? Haben wir irgendwie Angst, da könnten wir vielleicht was falsch machen. Wir wissen nicht so genau, darf man es jetzt, darf man es nicht. Wenn natürlich die Dinge unterlassen werden, die man eigentlich dann als Organisation machen möchte, aus Angst im Datenschutz was falsch zu machen, ist das natürlich vom Ergebnis her höchst unschön. Das ist ja auch nicht Ziel des Datenschutzes. Aber dieser Effekt ist schon hin und da auch mal wieder zu beobachten. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht ja im Prinzip drei, wenn man das mal so platt ausdrückt, drei Wege, wie Organisationen mit dem Thema Datenschutz umgehen. Zum einen, dass sie halt eben sagen, ja, ach, wir versuchen es einfach weitestgehend auszuklammern und suchen uns den bequemsten Weg zum Ziel und schieben es zur Seite. Oder sie stellen eben ihre Aktivitäten teilweise ein. Oder, was natürlich der wünschenswerte Weg wäre, jetzt aus Datenschutzsicht, Datenschutz als Thema ernst nehmen und dann durch diesen komplizierten Umweg über den Berg in Kauf nehmen. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie das sich für euch so einfach vom, ne, in diesem Bild gesprochen, vom Gefühl her anfühlt, und würde dich gerade bitten, Aris, die Umfrage einzublenden. Genau, also die Option, wir nehmen Datenschutz ernst und nehmen auch mal Umwege in Kauf, haben jetzt die meisten gewählt. Ich glaube, wenn man sich repräsentativ auf die Straße stellt, ne, fragt, sind sie in irgendeiner Form engagiert, und erwischt dann da irgendwie ein Drittel bis die Hälfte der Menschen, dass sie sagen, in der weiten Definition, dass sie engagiert sind, dann und würde denen dann diese Frage stellen, dann wäre das ein bisschen anderes Ergebnis. Aber es ist natürlich klar, wir sind hier auf dem Digital Social Summit und ihr seid in eine Session gekommen, wo dran steht, fortgeschrittene Thema Datenschutz. Insofern, es ist nicht ganz überraschend. Aber die dritte Option, dass aus Angst vor Datenschutzverstößen auch mal Digitalisierungsvorhaben ausgebremst werden, die höre ich natürlich nicht so gern, in dem Sinne von, das ist schade, ne? wenn Datenschutz eben dazu führt, dass Dinge auf der Strecke bleiben. Das ist natürlich nicht die Intention, aber irgendwie verständlich, weil es dann doch oft einfach Themen verkompliziert, wenn man es so ausdrücken möchte. Ja, danke für euren Input dazu. Das ist schon mal eine interessante Einschätzung. Und ich würde dann gerade mal kurz weitermachen. Ich hatte das schon angekündigt, dass ich doch so ein bisschen auch mal kurz einfach mal reinschauen möchte, was denn Datenschutzumsetzung heißt. Und anstatt viele Folien zu machen, habe ich da einfach mal die Materialien jetzt genommen, die wir halt im Web veröffentlicht haben. Das ist, glaube ich, drückt es ganz schön aus. Das ist unser Basiswissen, wo es so ein bisschen darum geht, was sind so die Hauptthemen. Ja? Es gibt jemand, der fürs Innenministerium an den Verhandlungen der Datenschutzgrundverordnung beteiligt war, der Winfried Feil, der hat mal versucht zu zählen, wie viele verschiedene Pflichten die Datenschutzgrundverordnung beinhaltet. Und er ist auf 67 verschiedene Pflichten bekommen, die man beachten muss. Und da gibt es halt wichtigere und unwichtigere. Und wir haben hier eben versucht, mal so die Hauptdinge rauszukristallisieren, wo man anfangen sollte, was so die wichtigsten Dinge sind. Und der erste Punkt ist eigentlich, dass man sich so oder so erstmal einen Überblick verschaffen sollte als Organisation. Was macht man eigentlich im Datenschutz? Sich dann mit der Zulässigkeit beschäftigen muss. Also braucht man dann eine Einwilligung oder gibt es andere Rechtsgrundlagen, wie einen Vertrag, den man ohnehin schon hat, zum Beispiel über die Mitgliedschaft in einem Verein oder ein berechtigtes Interesse, was man geltend machen kann. Und dass man im dritten Schritt sich dann über das Thema Datenschutzhinweise Gedanken macht, also wie informiert man Vereinsmitglieder, Website-Besucher etc.
Das wird halt häufig so ein bisschen falsch rum gedacht, so vom Ende her, dass dann die Frage ist, oh, wir brauchen Datenschutzhinweise. Und eigentlich ist es aber dann von hinten nach vorne gedacht. Deswegen haben wir das mal versucht, so ganz platt so darzustellen, dass man halt diese Reihenfolge so macht. Dann haben wir hier halt so ein paar andere Themen noch, ne? So die Frage, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten oder nicht? Das ist schon wieder relativ ätzend für Vereine, weil im Bundesdatenschutzgesetz steht drin, wenn mehr als 20 Personen ständig mit Datenverarbeitung beschäftigt sind, dann ist das natürlich für Unternehmen, wo Vollzeit, hauptsächlich Vollzeitbeschäftigte arbeiten, relativ klar, diese Personengrenze zu ermitteln. Aber was heißt das bitte in Vereinen, ne? Wo Leute in Teilzeit, ehrenamtlich, lose eingebunden aktiv sind? Wie ist diese 20 Personen, also diese Grenze von 20 Personen da zu interpretieren? Da stehen dann schon viele vor der ersten Hürde, dass man sich da in dieser Fragestellung, die rechtlich auch nicht geklärt ist, wo auch verschiedene Datenschutzaufsichtsbehörden verschiedene Meinungen zu haben, dass man sich da schon irgendwie drin verrennen kann und kommt eigentlich seinem Ziel, sinnvollen Datenschutz umzusetzen, gar nicht wirklich näher. Also da gibt es dann leider schon auch so bürokratische Züge. So ein bisschen mehr für die Fortgeschrittenen haben wir halt sowohl irgendwelche speziellen Datenschutzthemen wie Löschkonzepte oder Rechtsgrundlagen, aber auch Praxisthemen wie Fotos, Newsletter, Webseiten, vereinsinterne Kommunikation. Ne? Da haben wir dann eben versucht, so einzelne, bisschen mehr kleine Pakete zu schnüren, wo Praxishilfen drin sind, in dem Sinne von, dass man eine Idee bekommt, auf welche Themen im Datenschutz muss man jetzt achten. Aber das zeigt ja eben schon alles, das ist relativ komplex. Da muss man schon ernsthaft sagen, das ist nichts, wo man jetzt so mal eben als größere Organisation in einem Nachmittag sich mit beschäftigt hat und dann ist alles erledigt. Und dementsprechend, also wir bieten eben auch zu diesen ähnlichen Themenfeldern dann Webinare an, so ein bisschen das andere Format, was wir haben. Und worauf ich aber eben hinaus wollte, ist, das ist relativ komplex. Das ist, glaube ich, jetzt auch bei der Darstellung deutlich geworden. Wir versuchen es natürlich möglichst einfach und niederschwellig zu erläutern, haben aber das Gefühl, dass es dann doch schon eher, wenn man da eben in der Tiefe einsteigt, eher anspruchsvoll wird. Und das zeigt sich eigentlich auch ganz schön bei dieser On-Off-Studie vom Superlab, die Anfang des Jahres, glaube ich, rausgekommen ist. Die haben das auch nochmal hier an einer Stelle rausgestellt, dass sie eben sagen, naja, eigentlich muss man ja auch Datenschutz aus Sicht der Organisation, Datenschutz aus Sicht der einzelnen Aktiven und Datensicherheit irgendwie diese Aspekte trennen. Und das würde ich auch unterstützen in der Form, wie das herauskristallisiert wurde. Und das spiegelt einfach das wider. Das oft ist das so ein vereinfachtes Verständnis von, naja, das muss halt irgendwie sicher sein und datenschutzkonform und dass man da eigentlich das noch feiner auseinanderziehen muss und dann im Datenschutz in diese verschiedenen Themenfelder, die ich vorhin vorgestellt hatte, einsteigen kann. Das ist dann schon wirklich sehr fortgeschritten, muss man ehrlich sagen. Und da stellt sich schon ernsthaft die Frage, ob das für die große Zahl der zivilgesellschaftlichen Organisationen so machbar ist oder dann doch was ist, was eigentlich nur größere können. Aber das führt halt eben zu diesem Dilemma, was ich vorhin mit diesem Bild vom Berg versucht habe zu zeichnen. Wenn das dann doch irgendwie so abstrakt und kompliziert wird, stellt sich einfach die Frage, ist das wirklich was für größere nur oder müssten es nicht alle können? Und da kommen wir zu dem Problem hier, dass eigentlich Datenschutz eben für alle Organisationen verpflichtend ist. Also es gibt so Ausnahmen, das nennt sich dann Haushaltsprivileg, das eben für den persönlichen, privaten Kontext, alles, was man so mit Freunden und Familie macht, da muss man sich nicht an die Datenschutzgrundverordnung halten. Aber bei allem anderen, also sobald man im vereinsmäßig aktiv ist, auch wenn der Verein nicht eingetragen ist, ist eigentlich ganz klar, okay, man ist da voll im Datenschutz mit drin. Und formell gilt die DSGVO dann genauso wie für irgendwelche großen Konzerne. Und das ist einfach ein Problem. Und interessant ist aber, das möchte ich hier versuchen darzustellen, dass Datenschutz ursprünglich halt von der Begründung her schon, also es gibt schon seit den 70ern, aber ich glaube, ziemlich geprägt wurde es dann auch noch mal durchs Volkszählungsurteil 1983, ist vielleicht einigen hier ein Begriff. Da ging es damals um eine statistische Erfassung, wer alles in Deutschland eben lebt und was so die
ja, verschiedenste Kenngrößen statistisch einfach über die Bevölkerung zu erfassen. Das gab einen relativ großen Aufschrei. Und aus heutiger Sicht ist das absolut Kleckerkram, ja. Also wenn man sich anguckt, welche Daten Smartphones heutzutage sammeln, ist das ein Witz gegen, was da damals gefragt wurde. Aber es war irgendwie so ein staatlicher Eingriff, der dann halt zu größeren Protesten führte und dann eben zum Volkszählungsurteil 1983. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eben rausgearbeitet, das, was man jetzt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nennt, das geschaffen. Und das ist einfach im Prinzip, kann man dann so zusammenfassen, dass Datenschutz eine Ausprägung ist, um den Schutz von Grundrechten und individueller Handlungsfreiheit zu sichern. Ja, also das war damals die Idee, vor allem im staatlichen Handeln, dass quasi Grundrechte, Versammlungsfreiheit, sich politisch zu organisieren, gerade diese Themenfelder halt eben eingeschränkt würden, wenn man das Gefühl hat, man wird zu sehr beobachtet. Und weil man vielleicht nur abstrakt das Gefühl hat, man wird beobachtet, ja, könnte es eben zu dem Effekt haben, dass man, weil man nicht weiß, was mit den Daten passiert von einem, dass man dann gewisse Handlungen lieber unterlässt und dadurch eben andere Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit eingeschränkt würden. Das ist die Herleitung, wenn man so möchte. Und da spricht man dann von sogenannten Chilling-Effekts, ja, wenn man seine Grundrechte eben nicht mehr ausübt. Und da war eben die Idee, dass wenn es zu viel Überwachung gibt, dann könnte das eben diese Chilling-Effekte im Bereich der bestehenden Grundrechte haben. Deswegen wurde das Grundrecht auf Datenschutz geschaffen. Ja, das gibt es inzwischen auch in der EU-Grundrechtecharta. Das ist auch das Maßgebliche dann für die DSGVO. Aber so ein bisschen historisch hergeleitet kann man es, glaube ich, da ganz gut dran festmachen. Und das Interessante ist halt, dass dann ganz konkret auch für die Privatwirtschaft anwendbar, für den staatlichen Bereich gab es das schon früher, aber für die Privatwirtschaft im Bundesdatenschutzgesetz 1990 quasi der Vorläufer der DSGVO schon da war. Und seit 2018 haben wir eben die DSGVO. Inzwischen gab es ganz viel Digitalisierung. Ja. Datenverarbeitung ist inzwischen hauptsächlich eine, ja, was im kommerziellen Raum stattfindet. Ja. Also die staatliche Überwachung und staatliche Datenverarbeitung sind natürlich nach wie vor ein Thema, aber die ganze kommerzielle Datenverarbeitung hat ja doch einfach seit 1983 massiv zugenommen und überhand genommen, muss man ganz klar sagen. Was man ja auch daran sieht, dass zum Beispiel dann bei den Snowden-Leaks, wo Edward Snowden, ne, die US-Geheimdienstaktivitäten enthüllt hat, klar wurde, dass sich auch die Geheimdienste die Daten von Firmen holen, anstatt sie selber zu sammeln. Ja, das Interessante ist aber eben, dass, wenn man das so weiter denkt und beobachtet, eigentlich inzwischen zu manchen Teilen davon sprechen kann, dass eben der Datenschutz selber, ja, also der Datenschutz, der sollte ursprünglich mal dazu führen, dass man eben nicht in anderen Grundrechten eingeschränkt wird. Aber wenn quasi diese Option, ne, bei dem Bild vom Berg von vorhin wieder, wenn man da sagt, puh, dann bin ich lieber vorsichtig und lass das mit den Digitalisierungsvorhaben sein, dann führt eigentlich der Datenschutz zu solchen Chilling-Effekts. Und wenn das näher interessiert, hier unten ist ein Artikel verlinkt von dem Winfried Pfeil, den ich vorhin schon mal genannt hatte, der hat das ganz gut rausgearbeitet. Und das ist irgendwie, ja, schon eine, wenn man so will, eine interessante Beobachtung, ja, dass Datenschutz geschaffen wurde, um solche Chilling-Effekte zu vermeiden. Und inzwischen führt der Datenschutz selber zu solchen Chilling-Effekts. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kann man damit umgehen? Ja? Also ich hatte vorhin schon so ein paar Themen genannt, ja, wo das eben solche Chilling-Effekte auftreten können. Und egal, ob jetzt man Datenschutz links liegen lässt, weil man sich sagt, oh, das ist mir zu kompliziert, ich schiebe das unbequeme Thema lieber zur Seite, oder ob man sagt, ich lasse es dann vielleicht lieber ganz sein aus Angst vor Datenschutz. Es ist natürlich für die eigentlichen Handlungen, die man als zivilgesellschaftliche Organisation machen will, für die eigentlichen Ziele, die man verfolgt, schädlich. Und Datenschutz einfach links liegen zu lassen, vielleicht nochmal kurz als Einordnung, das birgt natürlich einfach Risiken. Ja, das kann einem schnell selber als Organisation auf die Füße fallen. Das kann aber auch vor allem den Personen, mit denen man in Kontakt steht, auf die Füße fallen. Datenschutz ist ja nicht, ist eben auch zumindest aus meiner Sicht, ne, nicht komplett ungerechtfertigt, sollte nur eben handhabbar sein. Und da stellt sich jetzt für mich einfach die Frage, ich habe da auch ein paar Ideen zu, zeige ich auch gleich natürlich, aber da stellt sich jetzt für mich vor allem die Frage, wie kann man denn sinnvoll damit umgehen? Was sind vielleicht Möglichkeiten? Ich hatte das im Ankündigungstext auch geschrieben, ne? Chancen und Sackgassen. Und
da wäre es aus meiner Sicht einfach interessant, mal von euch zu hören, was aus eurer Sicht eben die Chancen sind, wie man sinnvoller mit Datenschutz umgehen kann. Und da würde ich euch bitten, das einfach gerade mal als so als Schlagwörter in den Chat zu schreiben. Das würde ich jetzt nicht über eine Umfrage oder so machen, sondern schreibt einfach mal Schlagwörter in den Chat, wenn ihr denkt, dass irgendwie sowas wie mehr Information oder irgendwelche Beratungsangebote oder ne, was würde aus eurer Sicht helfen, Datenschutz handhabbarer zu machen? Vielleicht auch irgendwelche politischen Änderungen, was euch einfällt. Schießt einfach mal los, schreibt es in den Chat. Ich gehe da einfach mal durch. Fangen wir in der Mitte an. Step-by-Step-Guide, Best Practices und Stolperfallen. Ja, das ist im Prinzip das, was wir bei der Stiftung Datenschutz versuchen zu machen. Kommen da natürlich aber auch nur Schritt für Schritt voran. Wir sind auch, muss man dazu sagen, eine sehr, sehr kleine Stiftung, ja, also auch vom Fördervolumen her. Das ist definitiv ein Weg, den ich für sinnvoll erachte. Da bin ich ja auch aktiv, sonst kein Wunder, dass ich das dann schon für zielführend erachte. Aber ich glaube, man muss dann schon so einen gewissen Antrieb haben, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Das ist teilweise halt auch noch nicht niederschwellig genug, ne? Also wenn man sich da überhaupt mal einen Nachmittag Zeit nehmen muss, um mit so einem Step-by-Step-Guide sich dem Thema zu widmen, dann wird es schon direkt, ja, ist das schon eine hohe Einstiegshürde. Das ist, glaube ich, oft auch so ein bisschen das Problem. Ansonsten, was hier weiter oben stand, individuelle Beratungsangebote für kleine Vereine, ja, das wäre natürlich optimal. Ja? Also ich bin selber eben auch beruflich als Datenschutzbeauftragter eben tätig gewesen, als Externer. Das heißt, ich habe Organisationen beraten, wie sie Datenschutz umzugehen haben, umgehen sollen. Und das ist natürlich optimal, ja, wenn man so eine 1-zu-1-Betreuungssituation hat. Da kann man richtig viel erreichen, kann auch aufzeigen, wo ist es wichtig, tiefer hinzuschauen, wo kann man oberflächlicher drüber gehen. Also das ist definitiv ein sinnvoller Ansatz, nur ja, die Frage ist einfach, wer soll das leisten? Ne? Also zum einen sind so Datenschutzbeauftragte auch bei Unternehmen schon relativ stark ausgebucht. Zum anderen, die halt dafür Geld zahlen, was die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht könnten oder vielleicht auch, wo es nicht sinnvoll wäre, ja, dann viel Geld für Beratungshonorare auszugeben. Die DSEE probiert natürlich, so ein Beratungsangebot zu schaffen, wo Datenschutz aber auch nur ein Randthema ist. Wir als Stiftung Datenschutz können das aufgrund der Größe tatsächlich nicht leisten, dass wir so Einzelberatungen anbieten. Und es ist vor allem auch erforderlich, muss ich schon ehrlich dazu sagen, dass man dann auch eine kontinuierlichere Betreuung hat. Ja? Also so einmalig sich kurz anhören, was ist die Frage, dann gibt man eine Antwort und dann ist es erledigt. Funktioniert es meistens nicht so gut. Man muss schon die Organisation ein bisschen besser kennenlernen, auch als externer Berater, um zu verstehen, was passiert da eigentlich, was sind die Ziele. Und von daher brauchst du eine kontinuierlichere Betreuung. Das ist, glaube ich, sehr schwer umzusetzen, aber wäre natürlich perspektivisch sinnvoll, wenn es da mehr gäbe in der Richtung. Verständliche Formulierung der Vorgaben, das ist definitiv ein Thema. Also die Datenschutzgrundverordnung, habe ich ja vorhin schon mehrfach gesagt, ist ziemlich abstrakt. Ja, so die Konzepte, die man sich auch erstmal verinnerlichen muss. Was ist der Unterschied zwischen Informationspflichten und Rechtsgrundlagen? Ja, warum muss ich denn über irgendwas informieren, obwohl ich doch gar keine Einwilligung brauche? Also das ist schon, ja, glaube ich, einfach sehr abstrakt. Man muss diese Konzepte erstmal erlernen und das macht einfach die Einstiegshürde erstaunlich hoch. Und von daher, dazu kommt eben noch, dass die, ne, dass vieles einfach auch nicht geklärt ist. Ja? Also man muss da sehen, die Datenschutzaufsichtsbehörden, die sind sich teils auch sehr uneins, wie jetzt die DSGVO konkret auszulegen ist. Und bis mal Gerichtsurteile da sind, wo wirklich was abschließend geklärt wird, vergehen auch 5-6 Jahre. Und bis dahin hat sich das Recht schon zweimal, bis dahin haben sich die technischen Fragestellungen schon zweimal erneuert. Also das Recht kommt da einfach der Technik nicht ganz hinterher. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, weswegen das gar kein böser Wille ist, das nicht verständlich auszudrücken, sondern in dieser angewandten, praxisnahen Form, wie man es bräuchte, ist einfach vieles auch manchmal unklar. Und man kann dann, und es gibt ganz oft so ein blöder Juristenspruch, ja, es kommt drauf an. Aber das ist tatsächlich halt oft so, es kommt dann auch so viel Feinheiten an, ja, dass man so eine platte Frage, wie ist Zoom datenschutzkonform, ja, nein, gar nicht so einfach beantworten kann. Ja, dann ist die Frage, was sind die Einstellungen, was wurde da vertraglich geregelt, welche
zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen wurden seitens des Veranstalters ergriffen. Also das kann man gar nicht so platt einfach mit Ja, Nein beantworten. Da muss man dann wirklich genau hinsehen und das macht es natürlich schwierig, verständlich, also Vorgaben verständlich zu formulieren, weil man einfach auf die Details draufschauen muss. Ansonsten kam hier noch der Punkt Vorgabe zur Transparenz, was mit Daten gemacht wird. Ja, das ist das Thema Informationspflichten, ja, also wo man dann Datenschutzhinweise geben muss oder Datenschutzerklärung, wie es auch oft genannt wird. Das ist ja in die DSGVO eingebaut. Das hilft, glaube ich, so einen gemeinsamen Blick zu entwickeln, wenn man gerade jetzt in einer Organisation tätig ist, wo man Aktive und Mitglieder einbindet, dass man da so einen gemeinsamen Blick auch aufs Thema hat. Ja, dann kommt hier mehr Aktivität und Responsivität der Datenschutzbehörden der Länder. Ja, definitiv. Also das für diejenigen, die es vielleicht nicht noch nicht gehört haben, in Deutschland ist das so geregelt, dass obwohl es EU-Recht ist, ja, und dann noch durchs Bundesdatenschutzgesetz bundeseinheitlich ergänzt wird im Bereich von Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, ist es trotzdem so, dass die jeweiligen Bundesländer die zuständigen Aufsichtsbehörden sind, die einem im Zweifel dann irgendwelche Bußgelder geben oder bestimmte Dinge untersagen können. Und das heißt, man muss sich ein Stück weit nach diesen Aufsichtsbehörden richten und die haben teils sehr unterschiedliche Auslegungen, ja, ein und desselben Rechts und ganz oft auch bei Themen, wo man jetzt mal wirklich einfach aktuell irgendwelche Ratschläge bräuchte, kommen die nicht hinterher. Ja. Die sind auch personell relativ unterbesetzt für das, was sie leisten müssen und kommen da nicht so ganz hinterher. Manche Bundesländer sind da aktiver, manche inaktiver. Das ist aber tatsächlich eine sehr unschöne Situation, vor allem, wenn die sich dann noch widersprechen. Das geht natürlich gar nicht, ja, dass ein Verein in Baden-Württemberg auf einmal anderes Recht, sozusagen eine andere Rechtsinterpretation folgen soll als ein Verein in Hessen, obwohl es dasselbe Recht ist. Ja, Zusammenstellung von DSGVO-konformen Tools. Das ist eine Fragestellung, die kriegen wir als Stiftung immer wieder zu hören oder bekomme ich persönlich auch immer wieder zu hören. Ich habe selbst, deswegen hatte ich das im Profil mit angegeben, auch an so einem Toolguide mal mitgearbeitet. Den habe ich auf meiner Webseite Verein Digital veröffentlicht. Da versuche ich ein bisschen in die Richtung zu gehen. Das ist aber sehr schwierig, weil sich bei den Tools sehr viel ändert. Ja, also das gerade bei diesen ganzen Cloud-basierten Dingen, da ändert sich ja ständig was seitens des Anbieters. Die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich auch relativ schnell teilweise. So gerade was jetzt US-Datentransfers zum Beispiel angeht, das ist ständig im Fluss die rechtliche Lage. Und deswegen ist das verdammt schwer, so eine Liste zu machen. Und oft kommt es dann eben noch, wie ich vorhin schon meinte, ne, auf bestimmte Einstellungen an, bestimmte vertragliche Gestaltungsoptionen. Und deswegen so eine platte Liste zu machen, ist datenschutzkonform nutzbar? Ja, nein, ist leider gar nicht so einfach. Insofern, ja, so verständlich die Frage auch ist, es ist leider schwierig, das zu machen. Aber wäre natürlich gut, wenn es mehr in die Richtung gäbe. Ja, Datenschutzsoftware, die wenig kostet oder für gemeinnützige Vereine kostenfrei ist. Da hätte ich jetzt gerade die Rückfrage, ist damit gemeint, so Datenschutzsoftware, mit der man Datenschutz verwalten, organisieren, managen kann oder einfach datenschutzkonforme Software, mit der man andere Dinge tut? Auch eben so Fragen wie Website-Check, mache ich alles richtig oder so zumindest, oder einen Fragebogen, den Einrichtungen ausfüllen können. Wenn ich jetzt eine Newsletter versenden will, ne, woher habe ich die Daten, mache ich alles richtig? Also eben so wirklich so ein ganz niedrigschwelliges Angebot, das jetzt vielleicht auch Vereine, die jetzt von irgendwie vier Ehrenamtlichen getragen werden oder so, das auch quasi bedienen können, ohne jetzt quasi immer sozusagen einen externen Datenschutzbeauftragten fragen zu müssen, den sie vielleicht auch gar nicht haben. Ja. Ja, nee, habe ich es richtig interpretiert. Genau, ja, in die Richtung habe ich auch schon öfters nachgedacht. Also da gibt es so für Unternehmen so Datenschutzmanagement-Software, die dann eher so im Hinblick auf die Dokumentationspflichten ist, wo man dann aber auch so ein bisschen Checklisten und so in interaktiver Form mit einbauen kann. Sowas fände ich auch nicht schlecht. Es ist nur ein relativ dickes Brett, was man da zu bohren hat, wenn man so eine Software entwickeln will. Insofern schrecken wir da tatsächlich auch gerade, auch wenn wir den Gedanken schon öfters hatten, noch so ein bisschen vor zurück, ob wir das Thema wirklich angehen. Aber schön zu hören, wenn das die Idee auch woanders aufkommt. Ja, dann hier unten ein ganz großes Problem noch als letzte Nachricht jetzt aus dem Chat, die ich aufgreifen will. Üblicherweise gibt es nur Ablehnungen, Verbote, keine Hinweise zu den Möglichkeiten und Lösungen.
das ist tatsächlich ein Riesending. Ja? Also die Aufsichtsbehörden, die sprechen, wenn überhaupt, nur quasi Warnungen aus. Ob sie das überhaupt rechtlich dürften, ist auch höchst fragwürdig. Aber Positivlisten gibt es höchst selten, dass mal gesagt wird, das und das kann man in der Form nutzen. Da wagen die sich nicht so ganz aus dem Fenster. Also da ist je nach Bundesland auch wieder unterschiedlich. Aber das wäre sicherlich sinnvoll, wenn da auch die Aufsichtsbehörden ein bisschen lockerer wären und sich mal ein bisschen mehr trauen würden. Aber das macht es halt sehr schwierig. Aber man muss auch sehen, alles, was gerade Aufsichtsbehörden machen, aber zum Beispiel auch wir als Stiftung Datenschutz, ja, aus öffentlichen Mitteln finanziert, gemeinnützig, man muss da auch aufpassen, nicht zu sehr in den Markt einzugreifen. Das ist auch immer so ein bisschen das Dilemma, vor dem man dann steht. Ja, wenn man bestimmte Anbieter positiv, negativ erwähnt, kommen natürlich die anderen und sagen, hey, das ist aber falsch, warum wurden wir nicht erwähnt? Also es ist auch verdammt schwer, das zu machen, aber da bin ich absolut dabei. Die Datenschutzaufsichtsbehörden sollten da mehr machen. Ein schönes Beispiel, das ist leider inzwischen ziemlich veraltet, wo das mal gemacht wurde, wo die aber auch aus Juristenkreisen ordentlich Schelte dafür bekommen haben, ist von der Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde gab es mal ein Dokument mit so einem Ampelsystem für Videokonferenzanbieter. Das ist leider inzwischen sehr veraltet, ja, auch was die Rechtslage angeht. Insofern will ich das jetzt gar nicht mehr groß verlinken. Aber die haben mal versucht, das wirklich in der Form zu machen. Ja. Das auch eben positiv sagen, das und das geht. Ja, also vielen Dank für euren Input im Chat. Genau, das war jetzt die Folie, die ich eigentlich einblenden wollte, während ich eure Sachen aus dem Chat gesammelt habe. Ich habe mal versucht, das aufzuzeichnen. Da sind jetzt auch schon einige Punkte gekommen, die ihr genannt habt. Ich glaube, man muss ein bisschen unterteilen, auch zwischen Dingen, die einzelne Organisationen für sich machen können, um besser mit dem Datenschutz umzugehen, und Dinge, die halt mehr quasi gesamtgesellschaftlich passieren müssen oder politisch angestoßen werden müssen. Und ich sehe halt Chancen, ich sehe aber auch Sackgassen. Also vielleicht so bei den Punkten, die jetzt schon da waren, ne? Mehr Informationen, interaktive Tools kam ja gerade schon. Bessere Abstimmung der Aufsichtsbehörden, auch schon angesprochen. Politische Gestaltungsspielräume nutzen. Das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, dass es zugegebenermaßen nur in Teilbereichen des Datenschutzrechts, aber es gibt so Bereiche, ja. Also Thema Fotos zum Beispiel, da gibt es ein jahrhundertealtes inzwischen, ja nicht Jahrhunderte, aber tatsächlich mehr als 100 Jahre altes Kunsturhebergesetz, ja, was regelt, darf ich Fotos von der Gruppe machen, ohne die um eine Einwilligung zu fragen, oder ne, ab wann muss ich quasi Einwilligung einholen? Das Gesetz ist uralt, und da ist einfach nicht klar geregelt, in welchem Verhältnis steht das zur Datenschutzgrundverordnung. Ja, das hätte man einfach, als die Datenschutzgrundverordnung kam, mal anpassen können. Hat man nicht gemacht. Ja, das ist ein deutsches Gesetz. Da könnte also der deutsche Gesetzgeber mal aktiv werden. Anderes Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, diese Grenze von 20 Personen, wenn man Datenschutzbeauftragten benennen muss. Das ist auch eine deutsche Erfindung. Könnte man für Vereine mal ein bisschen klarer formulieren, ja, dass da nicht diese Auslegungsschwierigkeiten entstehen. Also das meine ich mit politische Gestaltungsspielräume nutzen. Ich glaube, da könnte man zumindest in einigen Teilbereichen von gesetzgeberischer Seite tatsächlich der Zivilgesellschaft das Leben ein bisschen einfacher machen. Ansonsten, was ich ganz praktisch auch als Chancen sehe, ist so die Schiene, ne, oft viele Datenschutzfragen, gerade jetzt die letzten zwei Jahre mit der schon oft hier beim Digital Social Summit angesprochene Turbo-Digitalisierung, tauchen ja im Hinblick auf Cloud-Tools auf. Und häufig fehlen so ein bisschen die Alternativen. Open-Source-Software, freie Software ist häufig eine sinnvolle Alternative, muss man aber irgendwo auch hosten und betreiben. Ja, das ist für kleine Organisationen wieder nicht leistbar. Deswegen sind eigentlich IT-Genossenschaften ein ganz interessantes Konzept. Gibt es ja mit VChange und Host-Sharing zum Beispiel auch aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich. Oder wer die DAGO, glaube ich, heißen, die von den Grünen, ne, die haben mal ihre, mindestens 90 die Grünen, die haben ihre eigene IT-Genossenschaft für ihre Untergliederung gegründet. Also ich glaube, sowas in der Richtung braucht es noch viel mehr. Da kann man vielleicht aber auch politisch die Rahmenbedingungen noch ein bisschen besser machen, dass das attraktiver wird, solche Genossenschaften zu betreiben. Ansonsten ein Thema, was eher für Verbände interessant ist, sind Code of Conducts. Man kann sich so Verhaltensregeln auferlegen, die man sich dann auch von der Aufsichtsbehörde prüfen lässt. Ja, das heißt, so ganz spezielle Fragestellungen, darf ich bei Sportveranstaltungen nach Erkrankungen fragen, obwohl es Gesundheitsdaten sind? Ja, also solche Themen, die kann man dann in einem Code of Conduct niederschreiben, das von der Aufsichtsbehörde durchgucken lassen, und dann ist es halt auch geklärt. Das macht natürlich keinen Sinn, dass ein kleiner Sportverein, ja, so einen komplizierten Prozess startet, aber ein Verband kann das durchaus.
Also das ist, glaube ich, so ein Tool, was für Verbände, je nachdem, interessant wäre, dieses Mittel mehr zu nutzen. Ansonsten generell steht es ja auch noch mal oben drin. Ne? Ich würde mir echt oft wünschen, weil dann doch relativ viele spezielle Fragestellungen in speziellen Sparten auftauchen, dass einfach die Verbände da auch aktiver wären. Häufig sind die Verbände nur aktiv drin, Schulungen für die einzelnen Aktiven und Untergliederungen anzubieten. Weil ich glaube, wenn wirklich mehr so maßgeschneiderte Baukästen und Handlungsanleitungen auch von Verbänden entwickelt würden, ja, in Zusammenarbeit mit Datenschutzspezialisten, dann könnte man da wesentlich einfacher anwendbare Dinge schaffen, als wenn man immer nur so abstrakte Schulungen anbietet. Ein Punkt, der manchmal auch so ein bisschen unter die Räder gerät, glaube ich, einfach auch ne, ein gesundes Maß an Lockerheit mitbringen, was das die Themen angeht. Also wenn ich jetzt so an manche andere Themen denke, ja, wenn irgendwo ein Vereinsfest organisiert wird und dann werden da Würstchen verkauft und dann fragt man sich, oh, ist das jetzt so mit den Hygieneregelungen alles ganz sauber? Und dann wird da das Würstchen gegen eine empfohlene Spende von 3 Euro abgegeben, wo man sich fragt, ist das dann wirklich eine gemeinnützige Spende oder ist das nicht doch ein Verkauf? Ne? Wie ist das jetzt gemeinnützigkeitsrechtlich? Also ich will damit aufzeigen, es gibt ganz viele andere Themen im Alltag von Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo man vielleicht auch nicht so super kritisch drauf guckt, sondern einfach mit einem gesunden Maß an Ernsthaftigkeit diese Themen betrachtet. Das ist vielleicht, klingt jetzt komisch, ne, aus dem Mund eines Datenschützers, aber das ist vielleicht manchmal dann auch im Datenschutz ganz sinnvoll, einfach ein gesundes Maß an Lockerheit mitzubringen. Aber trotzdem, ne, ist natürlich Datenschutz in den Grundzügen ernst zu nehmen, aber sich halt zu fragen, an welchen Stellen ist es jetzt wie wichtig. Ne? Ja, und noch ein Punkt, da komme ich jetzt zeitlich gar nicht mehr so zu, habe ich noch auf der nächsten Folie drin. So ein bisschen, was ich auch interessant, habe ich beim Digitalstrategie-Barcamp von die Verantwortlichen letztes Jahr eine Session zugemacht. Aus meiner Sicht kann man auch manchmal einfach versuchen, Datenschutz nicht so als Bürokratie zu sehen, sondern als quasi als nachhaltige Digitalstrategie. Ja? Sowohl nachhaltig für die eigene Organisation, aber auch nachhaltig für gesellschaftlichen Dimensionen. Und das habe ich hier versucht, so ein bisschen aufzuschreiben. Ja, Sackgassen habe ich hier auch ein paar aufgeschrieben. Da kamen jetzt zum Glück heute gar nicht so viele von. Also sich zu kleinlich an den Vorgaben verbeißen und Engagement einstellen oder ignorieren. Ne, das hatte ich auf meinem Bild schon mit angesprochen, mit dem Berg. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Was manchmal auch kommt, kam erschreckenderweise bei einer Bundestagsanhörung vor 1,5 Jahren von relativ vielen Verbänden. Kommen da so Ideen auf, wie, ja, da müssen wir einfach eine Bereichsausnahme für Vereine und die Zivilgesellschaft schaffen, dass die Datenschutz gar nicht für die anwendbar ist. Das funktioniert halt nicht, weil zum einen rechtlich sind halt Grundrechte, die geschützt werden. Ja, da kann man nicht sagen, ach, da müssen sich manche halt nicht dran halten. Zum anderen gibt es ja schon auch Risiken, die entstehen, wo je nachdem, was man halt tut in seiner Organisation, es sinnvoll ist, mit diesen Risiken einen guten Umgang zu finden. Ja. Deswegen wären, wenn, dann eher Vereinfachungen im Datenschutzrecht sinnvoll, aber nicht so eine komplette Bereichsausnahme. Das andere ist, was oft gesagt wird, na, da müssen wir diese Personengrenze von 20 Personen einfach auf 50 oder 100 hochsetzen, dann fallen doch die meisten Organisationen durchs Raster. Das ist halt leider auch ein Trugschluss, weil das nur heißt, man muss dann keinen Datenschutzbeauftragten mehr benennen, man muss sich aber trotzdem um alle Datenschutzthemen kümmern. Ja, man hat dann halt nur keinen Experten an der Seite, der einen berät, sondern man muss sich als Vorstand selber um alles kümmern. Das macht es nicht einfacher, sondern eher schwieriger. Von daher, diese Personengrenze da dran rumzuschrauben, bringt halt auch nur so mäßig viel.